Hi und willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Du tust mich jetzt hier nicht ansprechen, mein Gott. Ich gehe mal in mein Schiff rein, ja, da kannst du mich nicht kriegen. Und ja, jetzt flattert er einfach mit seinen Armen so und fliegt nach oben. Ja, in den letzten Folgen haben wir so ein bisschen Nebenquests gemacht. Ich habe hier und da alles mögliche, da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen eine Sache hier zu machen, und zwar mein Dokument hier kurz aufzurufen, damit ich euch zeigen kann, so ganz kurz und schmerzlos, was ich schon wieder alles gemacht habe. Erst einmal, ich bin durch jede Stadt noch mal durchgerannt, habe alle möglichen Cutscenes, Missionen und so noch aufgegabelt, und ja, ich bin jetzt mehr oder weniger durch mit allen Städten. Riesenmonster, da haben wir den, wer ist der, Terobronk erledigt. Da habe ich noch kurz, ja, das ist jetzt natürlich wieder nicht hier auf neu. Ich glaube, da war unter Schlüsselgegenstände, ne? Ich habe diesen einen Typen, der uns hier diese Gigantomonster hier mehr oder weniger Terobronk irgendwas. Ich habe mit diesen Typen hier Terobronk Klaue, das habe ich bekommen. Diesen einen Typen, diesen wandernden Zirkus Dingen. Den habe ich Bescheid gegeben, ja, ich habe da einen erledigt, und der hat noch gesagt, da sind noch 7 Stück übrig und wir haben erst 4 erledigt. Ich könnte schon mal, wir haben schon viel mehr von denen erledigt, aber anscheinend nicht. Und ja, ich habe mich auf die Suche nach einigen von gemacht, habe keinen von denen gefunden, außer diesen Brutalo, den wir noch nicht erledigen können. Und ja, wie man sehen kann, ich weiß gar nicht mehr, welches Level ich vorher war. Warte, okay, nur ein Level höher. Und ja, wir haben wieder ein paar neue Arzt gelernt, da gehen wir jetzt noch mal ganz schnell durch. Ich glaube eigentlich nur Flynn und Flynn und Repeat haben neue Sachen gelernt. So, Flynn, ich bin noch Repeat, verdammt. So, dämonischer Kreis, 100 mal dämonischer Kreis mit Ethanor. Wo ist es da? Dann habe ich reisendes Beben gelernt, den ja, und 100 mal Höllenfeuerklinge mit Schmelztiegel und Höllenfeuer. Erbarmungslose Höllenfeuerklinge. So, ich glaube, da sind sogar noch einige in Arbeit, aber ich wollte jetzt erstmal weitermachen, weil ja, ich glaube, nee, keine Ahnung. Schwertring Alpha, cool, ne? Warte mal schon lange. So, Repeat. So, warum ist ja alles ausgestellt? Ich glaube, ich war mit dem noch irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, mit denen habe ich noch irgendwie so ausgerüstet gehabt, einige Sachen. Und ich wollte halt die ganzen Dinger hier einsetzt, die ganzen Arts, damit ich lernen kann, die veränderten Arts. Und ja, 100 mal Sturmhund mit Höllenfeuer. Wo ist Sturmhund? Hier, da habe ich so ein illusionärer Hund gelernt. 100 mal Rückkehr des Schalls mit Kette und Schmelztiegel habe ich gelernt. Das ist nicht das. Rückkehr Schalls plus Kette, Schmelztiegel, Schallzahn. Doch, ja doch, hier. Und schon sagen, so, 100 mal Lichtsperr mit Ethanor. Wo ist da Lichtsperr des Sieges? Und 100 mal Phantomzahn mit Großflut und Sturmbühe. Da Phantomgletscher, und das war's, ne? Ja, gut, hat nicht so lange gedauert. So, ich habe alles gelernt, was man lernen kann, so mit den Waffen, habe einfach das Beste ausgerüstet, was man jetzt ausrüsten kann. Ich habe, ich glaube, bis auf eine Waffe von Petty konnte ich mir ja eine Winvi, ich glaube 1 Alpha oder so, konnte ich mir noch herstellen, aber dafür müsste ich eine normale Winvi haben, und die habe ich nirgendwo gefunden. Ich weiß nicht, wo man die kaufen kann, wo man die finden kann, und ja, deswegen, ja, ist das das Einzige, was mir jetzt noch fehlt. Ich muss mal meine Liste aktualisieren, hier sind noch einige alte Sachen, und ja, ich wollte ehrlich gesagt mit dem Kolosseum noch einmal hier kurz mich dran versuchen, aber dann habe ich kurz meine Videos mal kurz angeguckt und habe gemerkt, ich war, glaube ich, mit Yuri Level 43 das letzte Mal, als ich das versucht habe, und ich bin nicht so 8 Level höher, und ich denke mir, das ist noch nicht hoch genug. Ich glaube, so der 55, Level 60 können wir halt mal antackeln, wenn wir bestimmt schaffen. Die sind zwar irgendwie nur so Level 35, wenn ich mich nicht irre, die beiden Typen, gegen die wir am Ende kämpfen, aber trotzdem ist irgendwie die Zeit, war das, was ja mir alles verdorben hat. So, und wie man sieht, ich bin jetzt hier. Hier ist doch das, dieser Schrein, den Alexei, glaube ich,
hochbeschwören hat. Und ja, ich habe jetzt gedacht, da wäre da oben links irgendwie oben rechts, da wo dieser oben links von diesem Eisgebiet hier diese kleine Inselgruppe ist, aber das ist das, glaube ich, nicht. Und ja, deswegen sage ich, gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich will die Story mal fortsetzen, gucken, wie es ja weitergeht. Vielleicht hier und da noch mal neue Waffen freischalten oder irgendwie sowas. Und ja, einfach mal sehen, wie das Spiel weitergeht. Und wie man sieht, meine Gruppe ist etwas bunter als sonst. Ich will den Fernseher lauter machen, aber meine Fernbedienung geht nicht. Ja, leck mich doch, geht hier wieder alles schief. Und ja, das ist also Saude. Es ist riesig. Ich würde gerne den Fernseher laut machen, aber was soll's. Und da geht gleich ein weiteres Entlexia drauf, ne? So ein Gefühl. Hat jetzt Pharaoh oder Alexei, der hat jetzt gemacht hat mit diesen Laser außen. それが手も足も出ないた。どんだけやばいのよあれ。やるレベルで干渉して最高性したのよ。なんて処理能力。あれが、アレクセイの求めた力なのか。低空で侵入しよう。フェローには悪いが。 Das heißt, ich will abgehauen. Der Kampf gegen Alexei. So, pass auf, Fernseher gucken, ob ich da lauter machen kann. さっきの陛下の時代に御前試合で優勝して、それが元で騎士団に推挙されたって聞いてます。おさも一度だけ手合わせしたけど。 3分持たなかったわよ。彼の場合、名前だけじゃない。騎士団の頂点に立つにふさわしい実力の持ちぬしだったんだ。騎士団最強と考えた方がいいんかな。それにあっちは親衛隊がついてるしね。ネガティブなネタばっか。何？こっちには全員の持つがある。それに僕たちは旅の中で力を合わせてきた。親衛隊なんかより結束力あるぜ。 Oh mein Gott, jetzt geht mein Fernbedienung auch nicht. Hey, leck mich. でも、ようやくこれで五分と五分ってと。アレクセイに対しては注意してもしすぎるってことはなさそうね。油断は間違いなく命取りになるだろう。ええ。気を引き締めてかかるのが吉ね。Na, ich gebe zu, ich habe jetzt nicht gut aufpassen können, was da gerade aufgeploppt ist im Skill. Ich bin voll professionell, ich schwöre. Aber ich bin jetzt gerade irgendwie an den Menüknopf gekommen von meinem Fernseher und Gott verdammt, ey. So. Jetzt geht's lauter, so. Alles klar. Gut, ja, ich kann mir schon vorstellen, was die gesagt haben. Ja, das ist Alexei, der ist voll böse. Wir müssen den voll aufhalten, weil sonst macht er böse Sachen. Keine Ahnung. So, jetzt... Wenn das erste Video ist, was jemand von mir sieht, ey, der denkt sich, oh, was ist das denn für einer? Aber man schaltet auf diesen Kanal nicht wegen Qualität ein. Guckt euch nur die zwei Idioten spielen Dauntless Videos an. Ja, immer während des Schreien von Saude. Okay. Ich
Gehst du in Carol? Na, vorne waren welche. Oh nee, sind Gegner. Die gehören zu Alexei. Ich dachte, sie warten da so. Ja, wir haben alles hier freigeräumt. Wir können durchgehen oder so, aber nee. Ich wollte ja eigentlich noch mal ganz kurz zu Pharaohs Ort hier hingehen, dem der jetzt hier abgehauen ist. Vielleicht passiert da jetzt da was. アレクセのやろうとしてたことを妨害しようとしてたってこと。そう。でしょ。あら、私何の話かしら。もういいわよ。でも中に入っちゃえばこっちのもんだよ。このまま一気に止めちゃえ。簡単に言うわね。仕掛けも新兵隊もてんこ盛りなのに。ああ、でもまあ、そのプラット。頼もしくていいんじゃないの。本当にそう思ってる。フェロ。大丈夫かしら。 So, Pharaoh ist immer noch hier am Rumfliegen und so. Das sah jetzt nämlich aus, als wäre er abgehauen. Barriere. Das ist irgendwie so ein Zelt, glaube ich, ne? So was ähnliches. Ja. Schon mal irgendwie offscreen eins gefunden. Ich glaube, in Yorzo hier, da bin ich ein dieser Dinger hier. Ich gehe jetzt noch mal kurz zurück und guck jetzt. Ich war noch mal ganz schnell in der Mantaik. Weil sah nämlich so aus, als wäre er irgendwie wieder hingeflogen, irgendwie da weggeflogen, meine ich. Und ich kenne das ja mit der Tales of Serie, was nur so eine ganz winzige Zeitspanne, wo du bestimmte Sachen machen kannst und ja, das hat verpasst und dann ist er auch immer weg. Gut, zum Glück seht ihr, deswegen mache ich so was hier. Den Ort habe ich übrigens auch besucht auf Screen. Also gut, dass ich hier noch mal vorbeigeschaut habe, ne? Deswegen mache ich sowas, ey. Ich verschwende all eure Zeit, ich weiß, ne? Und dann passiert sowas hier. Und das sieht überhaupt nicht verdächtig aus. Ich habe übrigens nicht alle Verlies oder so noch mal abgecheckt, ne? Ich habe nur die ganzen Städte abgeschaut und ja. Ein paar Dungeons, weil ich gehe jetzt nicht mal durch jede Dungeon, guck, ob da irgendwie eine Quest oder irgendwie so ist. マボロシのほころびよ。フェロが作った。マボロシのほころびってなんだ。デュークがいた妖夢。あれはフェロが作ったマボロシだったの。確かにこの間行った時は廃墟だったけど。 あそこで見た街が船の遭難した当時のものって考えると、いろいろ話が合いそうだ。デューク以外はね。おそらくそういうことだわ。これがそのフェローが作った？ええ。フェローはいねえみたいだな。私の呼びかけにも応じない。これどうなってるの？ダメよ。 Los, berühren wir dann auch und gehen da rein und lassen uns aufsaugen oder was auch immer. Ah. Muss ich jetzt den Ort hier auch noch absuchen? Aber lass mich ran, ich habe jetzt wahrscheinlich voll viele Events jetzt getriggert, nachdem ich hier Dingens einmal besucht habe, ne? Jetzt hat Zaude. Ich renne jetzt nicht noch mal durch alle Städte und gucke irgendwie jetzt, ob da was passiert oder so, ne? Ich will jetzt mal raten, hier passiert irgendwas, ne? Ja, komm.
Hey, wer bist denn du? Ikinari ja no onoshira. Tori sugari no tabibito da yo. Zufällig in so eine Illusion reingelaufen. この町にはもうないぞ。あなた一人だっけ？そうじゃ。わしだけじゃ。もしかしてあんた酒人様ってやつじゃないのか？町の人間からはそう呼ばれておったな。あれ？でも酒人様は亡くなったって。 これはフェローの作った幻ってやつなんだよ。じゃあやっぱりここも千年前の用具だな。結局シルトブラスティアがなくて町の連中は逃げ出したってところか。分け知りじゃねえ。確かにブラスティアは自由にならんし、クリアシエルも手に入らんし、満月の子が エンテレケイアと余計な約束をせなんだらよかったのよ。約束？ブラスティアは地中に埋める。残ったブラスティアをすべて満月の子の一族の監視下に置くというな。星神を防ぐためね。そっか。古代のブラスティア文明は滅びたんじゃないわ。封印されたのよ。 分け知りかと思えば何も知らんねえ、あんたら。うわ。あ、でも、ブラスティアを監視だなんて、なんだか今の帝国みたいだね。エステルは満月の子で、皇帝後継者候補。あ、つまり、満月の子が帝国の元なんだ。こそこそ話すでないというに。じゃがいずれ、 約束はまた違われてしまうじゃろ。でもそんなことしたら生活できなくなるよ。なければないでそれなりの生活はできるぞい。それなりのだけどな。そうやって人間は都合の良いものにはすぐに味を占めるもんじゃ。それが分かっててあなたはこの村の人たちにシルトブラスティアを作ろうとしてたの？ わしもそうしたものに毒された一人じゃ。便利さからは目は背けられん。とんだ酒人よね。酒人といってもただ知恵が豊富なだけ。わしとて人社会の一部じゃ。人を指導する者が必ずしも聖人とは限らないってことか。ようわかっとるの。 満月のことで同じよ。監視という役目はいずれ独占という名の強権へと変わっていくじゃろう。どういうこと？今の帝国の状態を見ればわかるだろう。とにかくこの町には何もない。ブラスティアもな、わしの長話にもうちょい付き合ってくれるなら 止めてやってもよいぞ。サンキュー。 Na, riecht doch schon danach, dass wir da machen müssen. So, und deswegen sind wir jetzt hier, mehr oder weniger. Ist hier irgendwas zu tun noch? Irgendwas lohnenswert? Magie. でも、フライパンとお玉で戦うっていう世にも不思議な女の子のお話は興味ある。エステルはまだまだ話聞けそうね。私はもう勘弁。それにしてもこれもフェローの幻とはな。不思議だね。幻なのに会話できたり触れたりできるなんて。 過去に本当にあったものだからかしらね。結局人間はブラスティアを捨てられなくて今があるんですね。監視の役目だった帝国も結局発掘して研究させてるし、エンドルケイアがブラスティアを意味嫌っても人はそれを捨てられないのよね。
Lass nach Hause gehen. Sag mal, Cutscenes haben wir jetzt hier bekommen, aber haben schon. Ich hätte jetzt noch irgendwie was erwartet, hier so belohnungsmäßig. Mal ohne Mist, die ganzen Fachwörter hier in diesem Spiel sind mir irgendwie viel zu hoch. Ich komme kaum irgendwie mit dir mit den ganzen Fachbegriffen. Ey. Ja, Blast, ja. Ey. Okay, vielleicht liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich irgendwie, weil ich nicht immer wochenlang Pause mache, bis ich irgendwie weitermache mit dem Spiel. Ich habe jetzt kein anderes Spiel mehr hier, dass ich doch Kingdom Hearts. Aber im Moment ist es noch relativ wenig, was ich noch übrig habe an Projekten. Deswegen hoffe ich ja, dass ich das jetzt alles in einem Rush hier so durchschaffe irgendwann mal. Und da jetzt nicht mehr so unglaublich viel noch übrig ist. Tales of Spiele sind in der Regel so ein paar hundert Folgen lang. Und wir sind jetzt bei, keine Ahnung, Folge 70, 65, irgendwie sowas. Die Technologie von Gereios. Ich hoffe jetzt wirklich, dass nicht irgendwo überall neue Szenen getriggert worden auf der Welt. Ich renne jetzt nicht noch mal durch die ganzen Städte. Habe ich da eben verpasst, mein Gott. Okay. Ich sollte vielleicht erstmal speichern, damit ich mir den ganzen Cutscenes nicht mal antun muss. So, ich nehme an, hier müssen wir lang, ne? Also gehen wir mal, da ich sehe auch schon, wir müssen da den Abwasserkanal wahrscheinlich hier. Da müssen wir uns irgendwie reinschleichen, oder? Also gehen wir erstmal überall anders hin. Erstmal da am Vordereingang. Kann ich überhaupt dahin? Nee, ne? Wieso kann man nie einen offiziellen Weg nehmen? Huch, hier sind ja eine Menge Ritter. Einen anderen Weg gehen. Wir können irgendwie nie irgendwie frontal irgendwo reingehen. Herr Herakles, muss man uns auch irgendwie hier so reinschleichen. Wenn wir sowieso nichts, wir werden sowieso immer am Ende entdeckt. So, so. Hier müssen wir rein, ne? Pass auf. Öffnet einfach ein Schloss oder irgendwie so. Ups. Sondere. Ich habe das Schloss an den Gittern geöffnet. Anstatt meine Axt zu nehmen, um einfach da seitwärts reinzuschlagen. Du bist jetzt zwei Wasser, wird vom Himmel regnen, wenn dem roten Stein die Macht der Schöpfung eingehaucht wird. Okay. Also ich könnte nicht irgendwie Klartext kriegen. Es wird was vom Himmel regnen, wenn du das damit machst, ne? Oh nein. Muss alles immer so kryptisch sein, so, weißt du. Wie alle antiken Zivilisationen oder was weiß ich. So, was ist das hier? Was ist das? Mhm. Okay. Ich brauche eine Form, die da reinpasst, ne? Pass auf. Dann habe ich voll irgendwie an irgendeine Dungeon von Tales of Symphonia, wenn ich jetzt noch wüsste, wie die hieß. Ne, ich habe das Spiel noch einmal gespielt. Also werde ich da bestimmt nicht drauf kommen. Da sind eine Menge Truhen drinne.
Warte mal, hier ist das kaputt. Was ist denn dann, wenn ich dann... Da, Kugel von Zaude, einem Schrein von Zaude gefundener Edelstein. Er fiel aus irgendeinem Grund vom Podest. So, Jackpot. 20.000 Gold. Ein Heilmitteltrank. Ein paar neue Waffen. 15.000 Gold. Mondgewand. Ich habe glaube schon bessere Sachen, ne? Bäh. Trank des Lebens. Limit-Trank. Wassergewand, das ist da neu. Ne, das mit Pavol waschen. Da. Mehr P-Verteidigung. Na, Spezialgummi. So, mit dem Ball, den ich jetzt mit der Kugel, die ich jetzt gerade gefunden habe, kann ich doch bestimmt irgendwie was machen. Das ist auch kaputt. Ist alles kaputt hier, Mann. Meine Güte, könnte irgendwie meinen, so eine antike Zivilisation würde ein bisschen überdauern, ne? Ist auch kaputt. Mal sehen, wenn ich jetzt nach rechts gehe, da war der Weg kaputt. Also komme ich da einfach in eine Sackgasse, wenn ich jetzt dahin gehe oder halt. Lass mal gucken, okay. Ich guck mal. Ich gucke. So. Nee. Was? Okay, ich nehme an, wenn ich das hier reinmache, dann wird das wieder alles ganz und ich kann darüber, ne? Boom. Das Weihwasser wird in den Himmel zurückkehren, wenn dem blauen Stein die Macht der Schöpfung eingehaucht wird. Boom. Angeblich hat unser Ring die Macht der Schöpfung. Was? Schwimmen? Okay. Jetzt will ich die Animation von jedem sehen. Ne. Na. Ich habe so viel Spaß hiermit, als ich eigentlich haben sollte. Ja, wie willst du... Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Schwimmanimation, wenn ihr mich fragt. So, Wasser ist gestiegen. Ah, so kommen wir jetzt überall durch. Also ist klar. Das würde die Kämpfe aber etwas erschweren, ne? Galt. いい加減、もう目を覚ましても良さそうなもんなのじゃ。騎士団の大部分が貴族の門弟で占められてるってのは知ってるでしょ?ああ、いやということな。で、騎士の中から優秀なのを集めて、皇帝の警護をやらせた。これが皇帝って言うの?もう何年も経つじゃない。その通り。で、騎士団長殿はその間にちゃっかり私兵化しちゃったってわけ。 あの中堅ぶりはそれだけとは思えねえな。掲げた理想はそれなりにかっこよかったからね。我々が帝国を導くんだぞってね。みんな彼に引きつけられて本気で信じていたんだ。今でも信じているんだろう。僕には彼らを責めることはできない。でもフレンみたいに他の人だって。 Okay, dadurch geht nichts. So, ich würde ja mal ausprobieren. Wo kommst du her? Was? Ich bin mir ziemlich sicher, du warst vorher nicht da. So, jetzt haben wir wieder hier eine Menge oder sind schon wieder Magier. Wir sind Level 50. Warte mal, bist noch ein. Wieso habe ich schon dich so aufgelevelt?
Ja, der rennt schon wieder die ganze Zeit weg, ey. Ich habe schon beinahe vermisst, ne? Gegner einfach wegrennen. Ja, wir spielen mal Flynn, weil warum nicht? Tigerklinge. Ah. Was soll ich angriff, denn Juri auch hat? Aber haben sie ja mal irgendwann so angesprochen, ne? Hat Juri und Flynn irgendwie die gleichen Angriffe haben, du halt anders ausführen. So, ist so gut, dass wir jetzt wieder Estelle in unserer Gruppe haben, die uns heilen kann. Macht es auch vielleicht ein bisschen einfacher, jetzt hier durch die ganzen Dungeons durchzukommen. Außerdem haben wir 9 Charaktere, also Heilung wird uns, glaube ich, nicht so schnell ausgehen. Okay. Hat er auch die anderen angegriffen? Ist da nichts ausgerüstet, doch. Warum kann ich nicht Basis da und Arcana aneinander ketten, was soll er hat? Alter, wie viel halten die aus? Bin ich mir nur ein oder was? Ich glaube, die Kämpfe dauern einfach nur unnötig lang, weil die Gegner andauernd umkippen und ich die ja nicht angreifen kann. Ey. Oh, Stich. Und der hat noch voller AP. Ey. Gibt's halt nicht. Ja, hier werde ich die Kämpfe definitiv aus dem Weg gehen. Ja, alles schon so lange dauert. Hey, Gott. Ich glaube, vielleicht sollte ich einen schnelleren Angreifer ja steuern. Vielleicht hätte ich doch jetzt mal Kolosseum machen sollen. Stich. Erweitert über die Anzeige, okay. Mein Gott, ich habe voll die blöden Rezepte hier ausgerüstet, merke ich gerade. Da. Muss ich natürlich ausprobieren. Okay. Blau geht nach oben, rot geht nach unten. Wollte man damit jetzt sagen, dass blau gut ist und rot schlecht? Bei blau geht alles berghoch, bei rot nicht. So, und da sind wieder neue Monster. So, ne. Warte mal, hier war noch eine Truhe, ne? Ja. Komme ich da hin irgendwie? Nö. Da komme ich dahin, okay. Hm, ist so eine komische Animation. Die haben definitiv nicht, weiß ich nicht, geplant irgendwie. Ja. Schwimmanimation einzubauen, ne? Sehr gut. Jetzt können wir die ganz in Ruhe analysieren. Wasserschießer. Zum Glück heißt ja nicht Wasserschisser, ne? Okay, ich habe so einen Verdacht. Ja, das ist ein Dings, ein Wasser. Auch Wasser. Resistenz. Ja, deswegen mache ich so wenig Schaden. Ey. Ey, was ist das? Schadenzahlen hier. Ich habe mir voll Gedanken gemacht, ja. Alle Charaktere so passend auszurüsten und so, ne? Ey. Okay. So, oh Gott, mache ich wenig Schaden. Was wollt ihr mehr? Ist eigentlich spezial ausgerüstet, ich weiß es nicht. Ich
glaube nicht. Ja, warte mal, ich muss doch drei Dinger hier haben, mindestens eins. Man merkt aber auch echt, wie nervig das ist, wenn die Gegner die ganze Zeit umfallen oder wegrennen oder so, dass sie irgendwie das Kampfsystem so ein bisschen verkackt haben in diesem Spiel. Im Gegensatz zu, wenn ich jetzt hier treffe, oh Gott, ich hätte Tales of Xillia zum Beispiel vergleiche, das ist ja vollkommen anderes Niveau. Geh weg. Kannst du diesen Kreis auch bitte mal in unsere Richtung hier schießen? Ja, oder das einsetzen, genau. Nein, Finger weg von der. Und die ist gerade erstmal wieder Teil des Teams nach sehr langer Zeit. Ja, vierfacher Dämonenzahn. Majinken. Go Majinken, glaube ich. Keine Ahnung. Ich sogar viermal, fünfmal eingesetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Was? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Sechsfacher Majinken. Hier, da habe ich auch den Angriff drauf. Ich würde mir wirklich wünschen, die Gegner würden nicht so leicht umfallen, ey. Die Kämpfe voll verlangsamen. So. Ich brauche, glaube ich, irgendwie ein Rezept, das mir TP wieder bringt. Ananas-Gummi. Hätte ich vielleicht erstmal benutzen sollen, nicht. Torte, Boom. Ich glaube, ich habe aber. Ja, ich habe nicht genug, natürlich nicht. Pudding. Flynn, mach Pudding. Einmal zwei halbe Pudding. Gut, da rechts war eine Truhe. Da unten ist eine Cutscene aufgeploppt, also nehme ich mal an. Das ist ein neuer Gegner. Also nehme ich mal an, da unten müssen wir lang gehen, ne? Und hier ist der falsche Weg, was bedeutet, das ist der richtige Weg. Und dann sind zwei neue Gegner, die beide Gigafisch-Echsen, Mann. So stark, Mann. Ich dachte, Lloyd aus der Symphonia setzt viele Dämonenzahn ein mit seinen zwei Schwertern. Da kommt ja einfach Flynn. Der ist auch voll im Übertreiben, also fünf Stück, ich meine, geht's noch. Der ist der Heilzauber, habe ich irgendwo einen Angriffszauber. Hat der überhaupt einen Angriffszauber? Weiß er gar nicht. Mein Schinken. Mein Schinken. Ganz mehr jetzt, ich habe eine Augenklappe, eine Schwertkämpfer-Augenklappe. Ich bin jetzt voll badass. Der Stell hat Hasenohren. Kommt vom Mond. Wird sogar, da passt ja eigentlich sogar, ne? Nicht so ein Kind des Mondes. Boah. Ein Kind des Vollmondes und laut japanischer Mythologie, ne? Kommen ja Hasen vom Mond. Irgendwie so weit war da glaube ich. Ich wünsche die Kämpfe mit schneller ja gehen, sobald ich alle Gegner einmal getroffen und gesehen habe, ich so was von Kämpfe aus dem Weg gehen. Also noch du, das hat komm her. Auf abzuwehren. Also gibt es nicht irgendwie so was wie Abwehrbruch oder so. Ja. Das ist ja wieder umgefallen, ne? Ja gut. Ja, Misserfolg. Sehr blödes Timing, Flynn. No. Nichts an und erfasst. これくらいどうってことないよ。気のせいか。戦うほど生き生きしてない？誰かさんとか誰かさんみたいに。誰だ？誰かしら。体調に昇進して前線に出る機会が減ったからね。
剣を鈍らせないためのいい修行になってるよ。どんなに理由を取り繕ったところで、あんたも戦闘バカの仲間よね。戦闘バカは初めて言われたよ。フレンだけは常識人だと思ってたのに。うちらは常識人と思われてないんじゃの。心外ね。リタは今まで僕にどんなイメージを抱いていたんだい。あ、何を急に。いや、君の感覚なら有利の友人に対して常識人なんて評価はしないと思ったから意外でね。 あんたやっぱ有利の同類だわ。お前ら二人とも俺に失礼だろ。Okay, oh, Truhe. Du siehst verdächtig aus. Dunamis. Oh, neue Waffen. Ich bin ganz sicher. Du gibst mir wahrscheinlich voll Wasserschaden. Ne? Du bist auch voll schwach. Langlands im Sitz mit Rittern. Ups, das ist der falsche. Da. Ey. Ich habe gedacht, weil er hier ganz unten ist, deswegen. Okay, ja, ich wollte schon sagen. So. Ja, wir sollten mal Rita in Kampf reinnehmen, damit einfach nur wegen Zauber jemand erritzen werden kann. So, du. Hi. Nee, nochmal Monster, alles klar. So, Rita, hau rein. Johns, was? Mein Name ist John. Aua, aua. Ja, Feuerangriffe gegen die. Sehr gut. 9000. Ja, ich glaube, ich sollte Rita vielleicht im Team lassen. Oh mein Gott, das hält ja gar nichts. Dann bist du kacke in Zaubern, Flynn. Ich glaube, mit Rita im Kampf, ja, in die Kämpfe laufe ich ein bisschen schneller hier. Ja, 7000 Einschlag, im Gegensatz zu uns hier. Aua! Dö! Aha! Bitte, vielleicht erstmal aufstehen. 1, 2, 3, 4, 5. Dämonenzahn, was machst du jetzt? Das ist voll daneben gegangen, super. Aha! Das ist noch nicht mal die stärkste Waffe, die ich gerade ausgerüstet habe. Ich musste die halt wechseln, weil alles im Wasser, wie ich herumlaufen. Ja, voll kacke. Daneben. Was jetzt? Guck mal. Oh, oh gut. Ich glaube, Repeat hat den tödlichen Schlag verpasst. Nee. Aua. Ich fällt mir gerade ein. Voller Arzt. 75 vom Ende. Kann nicht sein, dass du mit 160 TP noch rumläufst und scheiß sie nicht einzusetzen. So, das war gut. So. Gut, guck mal, was noch hier ist. Also habe ich die ganzen Thron schon geplündert, sonst wären einmal die Sachen, die ich da gerade eingesammelt habe, voll nass gewesen. Ekelhaft. Hi. Wer sagt mir nicht, ich muss da ein. Gut, ich kann auch von hier nennen. So, du bist ein alter Gegner. Das heißt, du bist ignoriert. Irgendwann wird mich das voll in den Hintern beißen, ich die Gegner, so viele Gegner aus dem Weg gehe. Aber ich tue ja immer auf Screen ja das ein bisschen nachholen. Ich bin jetzt gerade auf den Level von noch immer ich brauche Zitronen. Super. Ganzen Weg für einen so ein Gummi, ey. Langsam müsste das Spiel auch wissen, dass man sich hier jedes Mal voll aufstockt, wenn man ja zum nächsten Gebiet oder so geht. In einem von diesen Dingen war irgendwie ein Trank des Lebens. Was, ich habe noch kein einziges Monster wie und die geben mir schon Tränke des Lebens. Hier
Als ob ich nicht hier mich aufgestockt hätte, bevor ich hier reingegangen wäre. Hallo? Da denken die echt, hier, man kommt hier nicht mit vollem Equipment rein. Ich kann sowieso noch 15 von allen Klamotten tragen. Sollte man da wohl wenigstens schon mal auffüllen. So. Das Ding habe ich, glaube ich, schon mal angeschossen. Passiert nichts, ne? So, hi. So ein Speicherpunkt wäre jetzt dolle. Okay. Hi. Aber ich nehme mich noch mit, bevor ich hier speichere. Und den Part beende. 45 Minuten, das finde ich reicht eigentlich. So, boom. Nein, nicht du. Hier. Argent, Cuvier. Will sagen mir einer von euch kann ich. Könnt doch alle nicht zaubern, oder? Hat einer so eine Armbrust. So, Agent. Du hast Agent falsch geschrieben. Aua. Ja. Oh, das war ein Nordstern. Das ist doch der Nordstar. Oh, da ist Beast. Ich muss schon sagen, ich habe den angebaut. Ah, da, 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 da. Ist schon Schwert gegen Alpha. Ich würde mir wirklich wünschen, die würden nicht nach jedem Schnack umfallen. Wenn ich immer warten muss, bis die wieder aufstehen, damit ich die angreifen kann. Ich dann an, nee, all meine Dinger daneben. Na, schon wieder. Piss er. Na, komm mal her. Nicht umschmeißen, repeat. So sie wart. Doch, super Dämon sahen. Der ist, glaube ich, nicht so der Angriff, aber. Jetzt heißt er so. Boom. Solange ihr euch nicht gegenseitig heilt, geht es eigentlich noch. Und Rita hat keine TP mehr. Wir sind in der Nähe von so einem Alter, in so einem Heilspeicherpunkt, glaube ich. Also werde ich jetzt nicht extra noch ein Ding jetzt hier rausholen. Ey. Sind immer noch alle im Leben, oder? Ja, einer von dem ist kaputt. Und der auch schon wieder ab, jetzt schon wieder kotzen. Aber ich muss einen anderen Charakter steuern, weil Flynn irgendwie zu langsam ist. Noch repeat oder so. Nächstes Part steuern wir repeat, mit dem kann man schneller angreifen. Los, alle auf die ganz doll, du repeat. Alter, warum mache ich denn so wenig Schaden? Jetzt Dunkelheit, sag mir jetzt nicht, dass Dunkelheit. Das ist Dunkelheit, ey. Habe ich irgendein neutrales Schwert, ey? Das ist aber lächerlich, ey. Kein Wunder, warum ich so wenig Schaden mache. Da. Mach ich 1000-mal mehr Schaden jetzt. Boah. Das ist alleine an, ey. Hey. Aber schon mal, die Kämpfe alle so lange dauern, ey. Alle haben sie irgendwie Resistenzen gegen meine Angriffe. Es wird der Repeat. So wurde Wind. Warum kommt einer, der ist windresistent, ey? So lächerlich hier. Die angefangen waren noch nicht mal Schaden, ey. Ich dachte, du wärst besser als das. Er ist enttäuscht, du Rita, und jetzt mich. Kannst du nicht weitergehen. So. 50 Minuten mal allein, weil die Kämpfe ja schon so lange dauern, ey. Alter. So. Einfach gebitch select. Ja. Also, wir haben Level Up. Ah, meine irgendwelche neue. Nee, sind alles die gleichen, glaube ich. So. Ah, perfekt, mein Ding läuft hier gerade ab. Und da ist ein Heildingen. Das ist irgendwie sehr verdächtig, dass jetzt hier, weil nicht ein Heildingen ist und da ist eine Tür. Aber okay. Gut, boom. So, nochmal so jetzt.
Alles klar, würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge erkunden wir weiter hier Zaule, den immerwährenden Schrein, und gucken mal, was hier noch so abgeht, was wir hier noch finden, ob wir Alexei diesmal schnappen können und so. Und ja, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.